Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Empire. Und was? Kein zuletzt geschah? Klim, was ist los? Wir haben heute deine Videos Mal sind nicht mehr gut. Oh, alle weg. Meine Videos sind so wie die von Zino. Nein. Wir haben heute eine ganz normale Baufolge, meine lieben Freunde. Deswegen kein Roleplay, deswegen kein was zuletzt geschah. Aber übermorgen kommt natürlich wieder eine ganz normale Roleplay-Folge von Minecraft Empirius, wie der liebe Zino so schon sagt. Und was haben wir denn heute vor, Sinus? Wir bauen unsere Stadt wieder auf, würde ich sagen. Und ja, du? Würde ich auch sagen, also so viel wie wir können natürlich. Wir können jetzt nicht in einer Folge alles wieder aufbauen, weil wir produzieren ja auch vor. Genau, und guckt euch mal an, wie das alles zerstört ist hier. Ja. Guckt euch das mal an. Guckt euch alleine diesen Zaun an. Der war vorher bis hier hinten. Ja, und jetzt müssen wir alles erstmal reparieren, sprich wir müssen alles mal wieder schön terraformen, dass alles wieder schön flach ist und dass wieder Häuser entstehen können. Ja. Und dann machen wir noch was ganz Besonderes, aber das erfahrt ihr gleich später, würde ich sagen, oder? Ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir können auch schon loslegen mit dem Terraformen. Wir gehen hier ja, auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, wollen wir das alles zeigen, weil das halt ein bisschen langweilig ist, oder wollen wir hier einfach mal unseren altbekannten Trick 87 einfügen? Ich wollte noch ein, zwei Erdblöcke platzieren, damit die Leute wissen, was wir machen. Und okay. Dann können wir unseren Trick 87 einführen. Okay, dann machen wir das. Ich habe auch noch ein paar Tools gefunden in der Stadt, ne? Die müssen wir, also die sind auch sehr gut, um hier halt einfach das Maximale rauszuholen. Die sind sehr gut enchanted. So, ja. Damit es nicht so allzu lange wir dauert. Wir von der Bank, wir können uns natürlich immer Tools holen, ne? Das stimmt. So, ich stell mich Übrigens, Leute, wir überlegen uns auch, diese Stadt hier hauptsächlich im Stream dann zu bauen, ne? Einfach zwischendurch mal einen Empire-Stream, auch wenn kein Roleplay-Stream angekündigt ist. Wenn wir zurück aus Tokio sind und ihr darauf Bock habt, dass wir Baustreams machen, ne? Zusammen, also together, der Klimmyboy und ich. Dann schreibt das mal in die Kommentare. Ja, dann schreibt das in die Kommentare. Bei Klimmyboys und bei mir. Okay, wollen wir es machen? Ich hab's hier drauf geschafft. Nice. Warte, ich 360 zurück. Okay. Oh, Alter! Sieht immer noch so aus. Ich würde sagen, aber jetzt machen wir es. Und zwar, let's go. Wow. Wow, ich bin zu weit gedreht. Was? Du hast dich direkt in die nächste Szene katapultiert. Ja, genau. Ey, richtig krass, jetzt ist hier wieder alles fertig. Haben wir natürlich im Cut gemacht. Oh, ich wünschte, die Vorproduktion würde auch mit so einem Drehen funktionieren, Sinus. Das wäre cool, ja. Das wäre echt cool gewesen. Aber weißt du, was wir jetzt vorhaben? Ich finde das mal ganz cool. Ohne Witz, es sieht wieder so ganz leer aus. Man kann wieder neue Gebäude bauen. Glimmus in neuen Glanz erstrahlen. Wir können das Ganze. Ja, wir können das New Glimmus nennen jetzt dann bald. Stimmt. New Glimmus. Alle meine Kommentare. Das ist echt cool. Ich finde das cool. Jetzt hat es wieder Platz für neue Gebäude. Aber du hast schon was angeteasert. Was haben wir vor, Klim? Aber was wir vorhaben, das Material dafür befindet sich in der unteren Kiste. Und wir brauchen erstmal das obere Material, denn wir haben hier natürlich eine offene Mauer und offene Mauern sind generell nicht so cool, weil die Mauer macht dann relativ wenig Sinn. So. Ja, das macht deswegen Sinn. Deswegen wollen wir hier, ne? Find ich, also ich finde, das macht sehr viel Sinn und deswegen wollen wir hier eine zusätzliche kleine Mauer reinziehen. Ach, du willst da unten anfangen? Ja, hier ist ja die Mauer. Ich würde dich hier einmal quer drüber ziehen. Guck mal, dann haben wir das schon. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Dann kommt hier irgendein Fremder an, geht hier rang, lalalala, juckt ihn gar nicht. Ja, dort müssen wir natürlich auch zumachen, hier. Guck, jetzt kommt er schon nicht mehr. Hm. Ich hätte hier angefangen. Echt? Bei der großen Mauer halt, da wo die richtige Mauer beginnt. Ja, okay, dann ist halt hier aber die Baufläche weg, wie finde ich so. Ein bisschen schade, aber können wir machen. Okay. Wie du möchtest. Wo fangen wir denn an? Ich hab noch eine Idee. Wir können ja hier anfangen, dann gehe ich so nach außen und dann verbinde ich das mit dem, was du da gebaut hast. Ja, einer Klappe. Das finde ich ganz gut, weil dann haben wir hier mehr Bauland. Und das finde ich halt ganz wichtig. So, und dann können wir das einmal so durchziehen komplett. Das wird auch jetzt. Es sieht ein bisschen provisorisch aus, aber man muss das Ganze auch ein bisschen nachvollziehen können. Es ist provisorisch. Es ist provisorisch. Wir bauen natürlich die ganze Stadt wieder, wie gesagt, schon neu auf. Und das wird geil. Also ich bin da echt zuversichtlich. Ja, ich auch. Also ich glaube, wenn wir beide da dran sitzen, dann kann das ja nur geil werden, sag ich mal. Ja, ich glaube auch, wenn wir, wie gesagt, in den Streams so ein bisschen uns ransetzen, aber erwartet nicht in naher Zukunft Streams, weil wir sind, wie schon oft angeteasert, aktuell in Tokio. Und von dort können wir natürlich kein Empire-Stream machen, nur damit das alle nochmal verstanden haben. Mhm. Empire aus Tokio zu streamen wird natürlich echt schwierig. Unmöglich. Ja, es wäre nicht unmöglich, aber es wäre, es wird nicht, also, es wäre nicht cool, schon nur zeitlich gesehen.
So, ich mache hier mal so ein bisschen noch links und rechts, damit das so ein bisschen palisadenmäßig aussieht, weil einfach nur gerade auch ein bisschen langweilig, oder? Ich wollte es einfach mal so hochziehen und mal gucken und dann halt Palisaden machen. Aber ja, so okay. Finde ich das schon mal ganz nice. Findest du gut von außen? Ja, ich würde aber nicht immer nur einen Abstand machen, so. Okay. Auch mal zwei, dann ja, hier ein bisschen das ist, glaub ich, höher. Gut. So. Jetzt kommen wir nicht mehr rein. Ja, dann hat ja die Mauer das sozusagen erfüllt. Du kannst dich ja hier irgendwo hochbauen. Hier komme ich noch hoch, haha. Das heißt, hier müssen wir die Mauer höher machen. Konnte man noch höher? Also konnte man noch rein? Das ist natürlich unsicher, ne? Ja. Wenn hier die neuen Feinde reinkommen und so, das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Mauerbeauftragte Klim und Sinus regeln schon. Ja, so sieht es eigentlich aus. So, ich glaube, das ist schon mal gar nicht schlecht hier, oder? Ja, das sieht doch cool aus. Dann ist das provisorisch mal wieder geschützt. Hier kommt keiner rein. Wir haben wieder eine Mauer in Glimmus. Und ja, jetzt wollen wir eigentlich schon das nächste bauen. Was wollen wir denn noch bauen, Clem? Ja, auch ich habe mich wieder ausgesperrt. Sinus! Du bist so ein Otto. Hast du kein Holz mehr? Doch, ich habe eine Axt. So. Er baut sich einfach durch. Was für ein Cheater. Nein, Spaß. So, das zweite, was wir bauen wollen, was du mich gerade gefragt hast, das Material dazu befindet sich auch in der unteren Kiste. Du kannst es ja schon mal zeigen. Genau, und ein bisschen ganz, dazu erklären. Ganz schöne Blöcke. Also ihr wisst ja, es ist ein großer Angriff von Gaia gewesen. Es sind sehr, sehr viele Menschen gestorben. Elfen, Menschen, alles Mögliche. Ja. Und dazu wollen wir ein Gedenken in Glimmus bauen. Also sozusagen, das soll ein Zeichen sein. Genau, es soll ein Zeichen sein, für das es abgeschlossen ist und dass Glimmus wieder neu aufgebaut wird. Ja, genau. Gut. Und wo bauen wir das? Also wir könnten das hier hinbauen, aber ich finde den Spot da irgendwie schöner. Hier? Mhm. Es nimmt natürlich einen großen Platz für ein neues Haus weg, ne? Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht in die Richtung ausbauen können. Also die Mauer kann ja auch noch verschoben werden. Oder vielleicht braucht es in Zukunft gar keine Mauer mehr. Wer weiß, wer weiß. Ja, ich würde sagen, wir machen es hier. Du hast recht, ich finde das hier eine schöne Gegend. Und, wie findest du es? Wir haben es geschafft. Ich finde es echt geil. Wir haben es umgebaut, wie ihr sehen könnt. Wir haben dann mit Chisel und Bits gearbeitet, weil wir einfach finden, das sieht optisch viel schöner aus. Ja, wir haben jetzt ein richtiges Frieden-Monument gebaut, genau. Das so Glimmus Monument. Ja, wir nennen es das Glimmus Monument. Genau, das ist es. Und jetzt setzen wir noch alle Namen der Verstorbenen rein, oder? Ja, wer ist gestorben eigentlich alles? Keine Ahnung, ich habe keine... Eigentlich nur Gaia, ne? Sag mal Gaias Namen rein. Fuck, du hast bei mir das falsche Skin. Wie? Ich weiß nicht, weshalb. Ich weiß es nicht. Immer noch? Jetzt ist wieder gut. Reload Skins geglückt und jetzt ist wieder gut. Welchen Skin hatte ich denn? Den Dings. Roboter? Ja. 3, 2, 1, los. So, Clem. Ja, wir endlich. Wir haben es geschafft. Das Monument ist fertig. Yeah. Wie nennen wir es? Wir nennen es das Glimmus Monument. Natürlich angelehnt an ein anderes Monument. Genau. Ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Ja, wir haben es noch ein bisschen abgeändert, wie ihr sehen könnt. Wir haben mit Chisel und Bits gearbeitet. Wir finden, das sieht einfach besser aus. Also wirklich, ich finde, man sieht so jeden einzelnen Layer, wie es so ein bisschen kleiner wird. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Und oben ist dann eine Spitze. Ja, also ich finde es auch sehr, sehr geil, weil es halt sehr einfach ist. Sehr, ja. Sehr glatt, sehr simpel. Und das steht ein für richtig, Frieden. Ja, ein Friedensmonument. Und das ist echt cool. Jetzt müssen wir nur noch alle Verstorbenen reinritzen. Ja, wer ist eigentlich gestorben? Führst du keine Einwohnerliste von Glimmus? Nee, du? Das ist deine Aufgabe gewesen, nicht wahr? Das war die Aufgabe von Günther. Igor. Genau, von Igor. Und der ist gestorben. Ja, Igor ist tot. Shit. Mann, ja, gut. Igor, Mensch. Jetzt müssten wir halt einfach ein bisschen raten. Aber nee, ich finde das wirklich cool. Schreibt mal in die Kommentare, ob das ein cooles Monument ist. Wie gesagt, ist sehr angelehnt an ein anderes. Vielleicht erratet ihr es. Und ja, wir werden in Glimmus alles wieder aufbauen, oder, Clem? Auf jeden Fall. Es wird viel Arbeit. Aber ich glaube, es wird richtig, richtig cool. Das wird mega cool und wie du schon gesagt hast, übel viel Arbeit. Aber ich freue mich auch mega drauf. Ich auch. Und ja, ich würde auch sagen, das wäre es aber mit dieser Folge hier schon gewesen, ne? Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn ihr Bock habt, dass wir
V-Folgen machen, streamen, droppt einen heftigen Like bei beiden Videos, dann wissen wir Bescheid. Schreibt es in die Kommentare und am besten checkt ihr uns auch gegenseitig noch aus, weil die nächsten paar Folgen im Roleplay werden sehr, sehr spannend. Unterschiedliche Stories, also es lohnt sich auf jeden Fall bei Klim vorbeizugucken und wenn ihr bei Klim seid, bei mir, weil es ist nicht immer dieselbe Folge. Sehr, sehr wichtig. Aber oder? Das werdet ihr noch sehen und das ist genau. Verdammt geil, Leute. Das wird richtig geil. Gut, ich würde sagen, das wäre es gewesen, oder? Ja. Bis zum nächsten Mal. Also ciao. Rein.